Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine ganz, ganz tolle Karte zeigen. Und zwar ist es diese Karte hier. Wir machen mit dieser Karte heute sehr viel Technik. Sie hat mal eine ganz andere Form und ich zeige euch da ziemlich coole Sachen. Zum Beispiel, ich hoffe ihr seht es im Hintergrund, habe ich dieses Papier mit einer Stanzform geprägt. Also nicht so wie normalerweise mit einer Prägeform, sondern eben mit derselben Stanze, wie ich die Schmetterlinge ausgestanzt habe, habe ich den Hintergrund geprägt. Das zeige ich euch im Video und außerdem seht ihr hier diese Ränder von den Schmetterlingen. Ich hoffe, ihr kennt das gut. Die sind embossed mit Glitzer und Weiß und innen sieht die Karte so aus. Die könnt ihr zum Beispiel einer super guten Freundin oder eurer Mama zum Muttertag schenken. Zum Besten in meinem Leben gehörst du, du bist etwas ganz Besonderes. Oder eurem Lieben, also könnt man auch zum Valentinstag verschenken, je nachdem. Und diese Karte habe ich eben mit Weiß und Glitzer embossed am Rand von den Schmetterlingen. Und diese Karte ist jetzt in einem eher normaleren Kartenformat. Hier ist es ja so schräg und passt nicht unbedingt in ein Kuvert, außer in ein sehr großes. Und hier ist es eher ein normales Kartenformat und da habe ich die Schmetterlinge auch embossed. Ich weiß nicht genau, ob das in der Kamera so rüberkommt. Da habe ich es mit klarem Pulver embossed. Also auch nur am Rand, sodass die noch so einen feinen Schimmer bekommen. Und auch hier innen ist der Spruch der gleiche. Genau. Und auch hier ist der Hintergrund wieder geprägt. Und da zeige ich euch mal kurz, ich hoffe, man erkennt es. Ich habe die unterschiedlich geprägt. Einmal mit einer sehr tiefen Prägung, dass man sogar diese Kreise, die man normalerweise nicht sieht, sind hier auch mit drauf geprägt und einmal ist es ohne die Kreise geprägt und dazu werde ich euch auch noch ein Video, also das habe ich schon aufgenommen, das kommt irgendwann demnächst über die Big Shot, da zeige ich das ganz genau, wie man diese unterschiedlichen Sachen prägen kann, wie man generell auch mit Stanzformen prägen kann und alles, was man so rund um die Big Shot wissen muss, das kommt demnächst und wenn ich dran denke, verlinke ich euch das rechts oben auf dem weißen i, dann könnt ihr da mal reingucken. Wir machen nämlich heute nur eine Prägetechnik. Okay, dann lange Rede. Wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe mir schon ein Materialpaket hergerichtet und schon ein bisschen was hergerichtet, dass es dann insgesamt schneller geht im Video. Ich habe jetzt drei von den Schmetterlingen schon embossed, die brauchen wir dann nachher. Und als Material braucht ihr einmal einen Farbkarton in Schwarz. Der hat das Maß 21 cm x 20 cm und ist bei 10,5 cm gefalzt. Dann habt ihr eine etwas größere Karte als normalerweise. Dann habe ich ein Stück Farbkarton in Wassermelone mit 19 x 9 cm. Das ist das Stück hier. Und eins mit 14 x 10 cm. Das eine ist für die Innenseite und das andere ist für vorne drauf. Und dann habe ich mir einmal die Schmetterlinge schon mal ausgestanzt im Ganzen. Das ist eine total coole Stanzform, die schönen Schmetterlinge. Und die habe ich mir einmal mit dieser großen Stanzform, da gibt es also zwei große Stanzformen. Und ich habe mir das mit dieser flächigeren ausgestanzt. Und dann benutze ich noch das Stempelset Wahrlich Vintage. Da sind diese beiden Sprüche für innen drinnen drinnen. Und ihr könnt euch natürlich auch zum Beispiel das Stempelset, das zu den Schmetterlingen, das es da gibt, nehmen. Je nachdem, was ihr halt habt oder zu welchem Anlass ihr die Karte gestalten wollt. Ihr könnt es natürlich auch zum Geburtstag machen und zu sämtlichen Anlässen, das ist gar kein Problem. So, und wir fangen jetzt an mit dem Prägen von unserem Hintergrundpapier mit der Stanzform. Und dafür brauchen wir diese spezielle Big Shot Unterlagen. Das nennt sich Big Shot Prägeunterlagen. Und da brauchen wir, da ist so eine weiße Platte dabei, die brauchen wir. Und die hellblaue, also die blaue Platte brauchen wir. Die graue brauchen wir nicht. Die graue bräuchtet ihr, wenn ihr das ganz tief prägen wollt, dass man auch diese Kreise hier sehen wollt. Wenn ihr die auch sehen möchtet auf dem geprägten Papier, dann braucht ihr diese graue Unterlage. Und wir machen das aber heute mit der blauen. Genau, und der Aufbau ist so, dass ich unten die dicke Grundplatte habe. Diese zweite Platte, diese dünne, brauchen wir nicht, die tue ich raus. Darüber lege ich eine Acrylplatte. Dann kommt da meine Stanzform drauf, und zwar mit der Schnittkante nach oben. Da ist so eine ganz leichte Schnittkante, und die muss nach oben zeigen.
Darüber lege ich mein Papier und ich versuche das jetzt, also es muss noch nicht mal eigentlich gerade sein. Ich lege das einfach ein bisschen schief da drauf. Macht nichts, wenn da die Distanzform noch ein bisschen an der Seite rausschaut. Dann kommt dieses blaue, feine, diese ganz feine Matte drüber und dann noch diese weiße Matte drüber. Und dann können wir uns das einmal durchkurbeln. Und es geht total leicht. Und das Ergebnis ist wirklich... Oh, jetzt habe ich den Kleber da drauf gelassen. Ich Esel. Aber es macht nichts. Also das hätte natürlich jetzt eigentlich nicht sein sollen, aber das macht nichts. Das hat trotzdem sehr schön geprägt. Und jetzt haben wir quasi mit einer Stanzform geprägt. Das ist total super und praktisch. Und können die jetzt weiter verarbeiten. Und wie gesagt, ich habe mir ganz normal nochmal die Schmetterlinge ausgestanzt mit schwarzem Farbkarton. Und den verarbeite ich jetzt gleich weiter. So, und als nächstes nehme ich mein schon gestanztes Element mit den Schmetterlingen und schneide mir da die einzelnen Schmetterlinge auseinander. Also ihr könnt diese Stanzform als komplettes nehmen oder nur bestimmte Teile zuschneiden oder eben ihr schneidet die komplett auseinander und nutzt dann jeden Schmetterling einzeln. Und ich brauche jetzt eben 4 von diesen Schmetterlingen. Schneide mir die jetzt schnell so zu. Ich habe ja einen Teil davon schon hergerichtet und zwar benutze ich diese 3 Formen und zeige euch jetzt anhand von den großen Schmetterlingen, wie ich das gemacht habe mit dem Embossen. Und dafür brauche ich einmal die Versamark-Tinte und ein Glitzerpulver, das habe ich mir zusammengemischt aus Weiß und Diamantgleisen. Und dann brauche ich natürlich noch unseren Föhn, den, wo wir dann zum Erhitzen brauchen. Hoppala. Und ich mache das jetzt so, dass ich mir einfach nur das Stempelkissen aufmache, dieses Versamark, und hier die Ränder mir so reindrücke ein bisschen. Also einfach so ein bisschen drüber gehe, auf der anderen Seite auch. Das sieht man jetzt auch fast gar nicht, also in der Kamera wahrscheinlich dann überhaupt nicht. Aber ihr seht jetzt gleich, wenn ich das Pulver drüber mache, wo da überall diese Versamark-Tinte jetzt drauf ist. Seht ihr das? So. Kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Und das Ganze werde ich mir jetzt einfach nur erhitzen. Und dann habe ich außenrum diesen tollen Schimmerglanz mit dem Weißen. Also ich hoffe, ihr seht auch das Glitzer, das da mit reingemischt ist. Und genau, ich erhitze mir das jetzt einfach mit dem Erhitzungstool. Da lasse ich euch Musik laufen, weil das relativ laut ist. Da müsst ihr ein bisschen auf eure Pfoten aufpassen, weil das ist ganz schön heiß. Okay, und ich wollte es auch so, dass es nicht so komplett deckend ist, sondern eher so ein bisschen durchschimmert. Also hier unten ist es schon sehr deckend, aber so ein bisschen gemischt und ich finde es richtig schön als Effekt. Genau, und jetzt mache ich das so, dass ich mir noch das Faltbein schnapp und mir alle meine Schmetterlinge noch ein bisschen in Form biege. Sie noch so ein bisschen mehr 3D-Optik bekommen. Genau, und da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da nichts kaputt reißt, weil das natürlich sehr, sehr fein ist. Und dann können wir schon ans Zusammenbauen gehen von unserem Ganzen. Dafür nehme ich mir jetzt den Flüssigkleber. Und als erstes kommt mein Innenteil in die Karte. Und das bestemple ich mir auch gleich mit dem Memento und mit meinen beiden Sprüchen. Da hoffe ich jetzt, dass ich einigermaßen gerade werde. Mal gucken.
Ja. Nummer 1 wäre geschafft. Gucken wir mal, wie Nummer 2 wird. Ja, es geht. Aber dann ist die Innenseite schon mal ziemlich gut. Da klebe ich mir jetzt gleich einen meiner Schmetterlinge rein. Welchen nehme ich? Den da, ja. Das mache ich einfach mit einem Mini-Klebepunkt. Und jetzt kommt die Außenseite noch dran. Da lege ich mir das zuerst so auf. Also ich möchte es ja auch wieder in diesem schiefen Format machen. Und da gucke ich ein bisschen, wie schief ich das möchte. Ungefähr so. Und jetzt halte ich mir so ein bisschen meine Finger dahin, wo ich jetzt keinen Kleber hinhaben möchte unbedingt. Also das merke ich mir so ungefähr die Stelle. Diese Ecke spare ich mir aus. Und an den Rest kommt eben Kleber hin, bis hier oben hin, wo ich meine Hand halte. Mal hinten noch ein bisschen gucken, ob wir das gut getroffen haben und kein Kleber mehr an der Rückseite rausschaut. Und dann klebe ich mir jetzt den Rest von meinem Schmetterling mit Dimensionals auf. Ich habe jetzt noch Dimensionals aus so einem Set. Und die nehme ich jetzt, dann nehme ich einfach die Randstücke. Die schneide ich mir da zu und klebe mir die hinten auf meine Schmetterlinge drauf. Okay, und jetzt ist unsere Karte im Prinzip schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist noch ein bisschen Glitzer zum Verzieren. Dann nehme ich mir einfach die Strasssteine. Und wenn Sie wollen, klebe ich mir die hier auf. Ups. Na. In der Regel sind ja diese Karten mit Schmetterlingen für Mädels und rosa natürlich auch. Da kann man schon ein bisschen mehr Glitzy aufbauen hier. Und da kommen auch noch welche hin. So. Ja, und schon ist meine Karte fertig. Also ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Das ist mal eine ganz andere Kartenform. Die ist natürlich viel größer und mit dieser Form auch ganz witzig. Was man natürlich auch machen kann, was ich jetzt vergessen habe, euch zu zeigen, ist, dass man die so rum hinstellt und das dann hochkant drauf macht. Ja, blöd, wollte ich euch eigentlich noch zeigen, aber das habe ich jetzt vergessen. Und hier seht ihr mal meine drei verschiedenen Karten. Wie gesagt, hier mit dem schwarzen bzw. mit dem klaren Embossing-Pulver, dass das so auch noch so einen Schimmereffekt hat. Und dann meine zwei außergewöhnlicheren Formen mit dem Glitzer und Weiß embossed am Rand. Ja, ich hoffe, euch gefallen die drei Karten, euch gefällt die Idee. Ihr könnt es, wie gesagt, zu jedem Anlass beschriften, eure verschiedenen Glückwünsche reinstempeln oder auch vielleicht zum Muttertag verwenden oder zum Valentinstag oder für eine liebe Freundin. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig, richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und dann werdet ihr, wenn ihr diese Glocke drückt, immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!